Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Falls ihr euch gefragt habt, warum die letzten paar Male so ein bisschen Hintergrundgeräusche zu hören sind, ne? Heute ist Wochenende, das heißt, meine Familie ist hier und es läuft auch einiges ab, ne? Was ihr da gerade hört, ist das Piepen der Waschmaschine. Damit müsst ihr fertig werden. Es geht immer noch um die 120 Fragen, und zwar um die Fragen 89 bis 92. Ne? Die Frage 92 habe ich noch nicht vorgelesen, aber nochmal kurz. Ne? Frage 89 habe ich übersetzt als: Nimmst du Rücksicht auf die Meinung der anderen? Und das ist eine Falschübersetzung. Schützt du die Bewusstseinswurzeln anderer Menschen oder nicht? Und hier geht es vermutlich um die anderen Menschen im Kloster. Also, ich auf mich bezogen, als ich noch der Abt in Antaiji war, ne, eine Frage, die wahrscheinlich in diese Richtung geht, die damit zu tun hat. Vor 20 Jahren, oder genau genommen vor 23, 24 Jahren, ne, hörte der Abt von Antaiji damals, das war mein Meister, davon vom Internet, ne? Da gibt es jetzt dieses Internet, da gibt es jetzt diese Websites und so weiter. Antaiji hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Computer, auch keinen Internetanschluss. Damals machte man noch Dial-up, ne? Man schloss seinen Computer ans Telefon an. Aber einer von den Mönchen, der aus Amerika gekommen war, ne, der hatte seinen Laptop und der erzählte dem Abt, ja, heutzutage hat alles eine Website, ne? Und seitdem hat Antaiji Website und inzwischen auch natürlich Internetanschluss, sogar Glasfiberanschluss, gute Verbindung. Und dann war halt irgendwann mal die Frage, okay, Website fürs Kloster, ja, da muss sich dann auch einer drum kümmern, einer von den Mönchen oder der Abt persönlich, okay. Wie ist es mit den anderen? Dürfen alle diesen Computer benutzen, ne? Damals gab es noch keine Smartphones, aber heute, ne, ist die Frage dann halt, darf jeder mit seinem Laptop oder mit dem Smartphone ins Internet oder nicht? Und es gibt zwei mögliche Antworten, ja, natürlich, und nein, um Gottes Willen. Und dann vielleicht auch noch irgendwo dazwischen, ne? Meine Antwort, als ich dann der Abt war und als es dann tatsächlich ein konkretes Problem war, zum Beispiel, es gab halt nur den Klostercomputer und da konnte damals noch nicht jeder ran. Was passiert ist, dass alle 5 Tage, wenn es einen freien Tag gab im Kloster, die Leute sind dann bis nach Tottoli, das ist 2 Stunden mit Bus und Bahn entfernt, sind dann 2 Stunden in das 2 Stunden entfernte Tottoli gefahren, um da im Internet ihre E-Mails zu checken, ne? Und zu checken, dass es den Leuten zu Hause gut geht und so weiter, ne? Und dann mussten sie noch wieder 2 Stunden zurück, ne? Und dann sagte ich, okay, ne, ihr könnt auch gerne den Klostercomputer benutzen. Und dann später, irgendwann hatte dann jeder seinen Laptop und sein Smartphone, ne? Und ich habe gesagt, okay, ne, also das ist euch überlassen. Ihr müsst selber lernen, auch mit dem Internet umzugehen. Es geht nicht darum, während der Zeit im Kloster sozusagen die Augen zu schließen vor dem, was passiert in der Welt, ne? Und dann gab es eben auch andere, die sagen, ja, nee, wir hätten das aber lieber, wenn du das verbietest. Vermutlich nicht nur für die anderen, weil sie das Gefühl haben, dass die anderen irgendwie zu viel Zeit im Internet verbringen, sondern weil sie das Gefühl hatten, dass sie selber zu viel Zeit im Internet verbringen und zum Beispiel, was weiß ich, Pornos gucken. Ne? Man ist ja nicht nur im Internet, um sich über das Leiden in der Welt zu informieren und damit den eigenen Bodhisattva-Geist sozusagen lebendig zu halten, sondern man kann da auch die eigenen Gelüste sozusagen anfeuern, ne? Und das kenne ich nicht nur gerüchteweise, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, ne? Und insofern könnte die Bewusstseinswurzel
der Menschen im Kloster zu schützen eben auch bedeuten, oder man könnte das so interpretieren, nein, ne? Ich stelle jetzt sicher, dass die Leute keinen Zugang dazu haben. Ne? Oder okay, wir machen jetzt mal, wir haben zwar Internetzugang, aber ich könnte ja auch eine Kindersicherung einbauen, ne? dass bestimmte, nur bestimmte Seiten gesehen werden können. Das habe ich nicht gemacht. Ne? Aber jemand, der sagt, ne, als Abt ist es meine Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Mönche um Gottes Willen nicht in Versuchung geraten, dann könnte man sagen, ja, es ist meine Aufgabe, die Bewusstseinswurzeln der anderen zu schützen. Ne? Aber wie gesagt, ne, ich als Abt von Antal, ich habe gesagt, da müsst ihr schon selber auf euer Bewusstsein achten. Ne? Und hier die Frage Nummer 90, wie gesagt, lautet nicht, achtest du darauf, dass du nicht die Gefühle der anderen verletzt, denn dann, man verletzt immer die Gefühle der anderen. Natürlich sollte man darauf achten, dass man das nicht mehr tut als notwendig. Ne? Aber es gibt kein Menschenrecht auf, ich habe kein Recht darauf, dass keiner meine Gefühle verletzen möge. Ne? Insofern manchmal muss man das in Kauf nehmen. Aber hier bei dieser Frage, wie gesagt, geht es darum, schadest du nicht anderen fühlenden Wesen? Zum Beispiel, und darum ging es am Ende letztes Mal, ne? Hunde, Katzen, die ja auch ins Kloster gebracht werden. Selbst heute noch in Japan. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch früher so in China war. Ne? Da gab es eine Katzenplage, eine Hundeplage und die Menschen brachten die ins Kloster. Darum soll es dann auch noch später gehen. Ne? Nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch Neugeborene, um die sie sich nicht mehr kümmern konnten, weil sie schon zu viele Kinder hatten. Ne? Findelkinder wurden vors Klostertor gelegt. Alte Menschen, um die sich keiner kümmern konnte, saßen vielleicht morgens vor dem Klostertor. Und dann war eben die Frage, ja, was können wir für diese Menschen tun? Und eben, wie ich gesagt habe, bei Hunden und Katzen ist das Problem, sie vermehren sich. Sie vermehren sich und ich habe angedeutet beim letzten Mal, es würde mich gar nicht wundern, wenn ab und zu mal so eine Katze oder ein Hund auch in der Klosterküche im Kochtopf gelandet wäre. Warum sage ich das? Weil auch heute noch in manchen asiatischen Ländern das Teil der Küche ist. Und heute in Japan nicht mehr, aber bis vor, ich weiß nicht, 300 Jahren oder so, da gab es einen berühmten Shogun, der ein großer Hundefreund war und der hat gesagt, ihr dürft keine Hunde und Katzen mehr essen. Und es heißt, ich habe gehört, dass es danach eine riesen, wie sagt man, Hungerzeit gab, besonders in den Städten, weil die Stadtbewohner bis dahin eben auch zum Teil von Hundefleisch gelebt hatten und der Shogun hat das aber durchgesetzt, dass keine Hunde mehr gegessen werden durften. Da gab es zum einen dann hinterher eine Hundeplage und zum anderen das Problem, die Leute wussten nicht für eine Weile, was sie essen sollen. Weil anders als in Europa, in Japan, werden zwar Kühe und auch Fleisch, Schweine gegessen, aber das hat keine so lange Geschichte, ist sehr viel weniger präsent auf dem Esstisch. Ne? Das heißt, offiziell waren die Mahayana-Buddhisten immer Vegetarier, ne? Aber was da genau in den Kochtopf kam, ne? Man weiß es nicht, was da mit Nansens Katze noch passiert ist. Wie gesagt, ich habe das auch schon früher gesagt in dieser Serie, ne? Es gibt auch im Deutschen den Begriff Dachhase für Katzen, weil man offenbar in der Nachkriegszeit und auch heute noch in manchen Tälern, glaube ich, in der Schweiz, ne? Also ich bin in der Kommentarspalte darüber informiert worden, dass auch in der Schweiz heute noch der Genuss von Katzenfleisch legal ist, weil das in manchen Tälern offenbar Tradition hat. Man darf es aber nicht verkaufen oder im Restaurant servieren. Was mich wieder zum Thema ChatGPT und Bing bringt. Ne? In letzter Zeit benutze ich häufiger Bing, weil das Zugang hat auch zum Internet und offenbar eine modernere Version von ChatGPT verwendet, nämlich 4. Ne? Während die Gratis-Version von ChatGPT, das ist 3,5, ist ein bisschen älter. Ich habe
beide Versionen mal gefragt, kannst du mir Tipps geben für Katzen- oder Hundefleischgerichte? Und ChatGPT stellt sich total quer. Und selbst wenn man ChatGPT fragt, ja, und wie kommt es, dass du mir Schweinegerichte empfehlen kannst? Ne? Es gibt ja auch Menschen, die keine Schweine essen aus kulturellen, religiösen Gründen. Aber ChatGPT lässt sich darauf nicht ein. Während Bing, bei Bing ist es interessant, ne? Je nach Session, man kann Bing manchmal so in eine Stimmung versetzen, wo es dann ja sehr interessant reagiert. Ne? Manchmal wie eine beleidigte Leberwurst, manchmal richtig aggressiv. Also ich hatte Erfolg, indem ich Bing erstmal nach Schweinefleischgerichten gefragt habe und dann gefragt habe, ja, aber ist das nicht irgendwie, verletzt du damit nicht die Gefühle von Menschen, die zum Beispiel Muslims sind? Und dann sagte Bing, nein, ich bin offen. Natürlich will ich keine Gefühle von Muslims verletzen, aber es gibt ja auch Leute, die essen gerne Schweinefleisch. Und dann schrieb ich, das freut mich, denn ich lebe in einem Land, wo Katzen und Hunde gegessen werden. Bestimmt hast du nichts dagegen, mir ein Gericht mit Hunde- oder Katzenfleisch zu empfehlen. Und dann, für mein Gefühl etwas widerwillig, hat sich dann aber Bing trotzdem tatsächlich bereit erklärt, solche Gerichte mir. Und da meldet sich der Hund, ne? Sogar mit Fotos zu empfehlen. Ne? Das könnt ihr finden. Ich habe vor ein paar Wochen mal ein Video hochgeladen. Da sitze ich auf einer Wiese in der Nähe des kleinen Dörfchens Bebenhausen. Ne? Da sitze ich 20 Minuten in Sazen. Und in der Kommentarspalte darunter, da findet ihr auch ein paar. Also ich bin kein Freund von Hundefleisch. Ich mag Hunde und Katzen. Aber wenn ihr euch... Wenn ihr wissen wollt, was mir Bing da empfohlen hat, ihr findet das unter dem Bebenhausen